Herzlich willkommen zu diesem Slidecast. Der Slidecast erläutert die Netzplantechnik, welche in der Fertigung zur Durchlaufterminierung herangezogen wird. Was lernen Sie in diesem Slidecast? Zum einen das Erstellen von Netzplänen, das Lesen und Deuten von Netzplänen, die Regeln zur Berechnung von Netzplänen, die Bestimmung von Anfangs- und Endzeitpunkten mittels Vorwärts- und Rückwärtsrechnung sowie die Identifizierung kritischer Pfade. Unter dem Begriff Netzplantechnik werden generell alle Verfahren zur Analyse, Planung, Steuerung und Überwachung von Abläufen auf der Grundlage der Graphentheorie bezeichnet, wobei Kosten, Zeit, Einsatzmittel und weitere Einflussgrößen berücksichtigt werden können. Sie sehen eine beispielhafte Abbildung eines Projektes mit 5 Vorgängen. Und hier ist auch schon in Kürze dargestellt, worum es bei den Abbildungen geht. Denn die einzelnen Vorgänge sind mit Pfeilen miteinander verbunden, sodass man die grundsätzliche Struktur, den grundsätzlichen Ablauf grafisch erkennen kann. Ein kurzes Beispiel soll den Netzplan bzw. die Vorgehensweise bei einer Erstellung eines Netzplans zeigen. Es gibt die X GmbH, die eine professionelle Fahrzeugreinigung anbietet. Und dieser Reinigungsprozess wird jetzt anhand eines Netzplans dargestellt. Dabei muss man vorab eine Vorgangsliste aufstellen. Sie sehen auf der linken Seite die laufende Nummer von 1 bis 9, die Vorgangsbezeichnung, die jeweils beschreibt, was in den einzelnen Schritten passiert. Und dann daneben, und das ist das, was jetzt wichtig ist, die laufende Nummer der Vorgänger. Das heißt also die Nummer der Schritte, die vor dem jeweiligen Schritt auf jeden Fall stattgefunden haben müssen. Daneben steht die Dauer des jeweiligen Schrittes in Minuten. Heißt in diesem Fall also, die Vorwäsche zum Beispiel, die als erster Schritt bezeichnet wird, hat logischerweise keinen Vorgänger und dauert genau 2 Minuten. Der Schritt Nummer 6 zum Beispiel, das Heißwachs, hat direkt 3 Vorgänger. Das heißt, bevor diese Vorgänger nicht abgeschlossen sind, kann dieser Schritt 6 nicht durchgeführt werden. Das sind in dem Fall die Nummern 2, 3 und 5. Das heißt also, die Hauptwäsche, die Unterbodenreinigung und die Felgenpolitur müssen abgeschlossen sein, bevor es zu Schritt 6 kommen kann. Dieser Schritt selber dauert dann 2 Minuten. Wenn man einen Netzplan erstellt, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, das grafisch darzustellen, verschiedene Möglichkeiten, die Vorgänge in Kästchen zu erfassen. Sie sehen jetzt hier die klassische Variante, die ausführlichste Variante auch, wo links oben in diesem Kästchen die laufende Nummer festgelegt wird, beschrieben wird, angegeben wird, rechts daneben die Dauer des Vorgangs. Darunter folgt dann die FAZ und FEZ. Das heißt also der früheste Anfangszeitpunkt und der früheste Endzeitpunkt. Und darunter wiederum der späteste Anfangszeitpunkt und der späteste Endzeitpunkt. Wir werden gleich noch sehen, wofür man die 4 verschiedenen Größen braucht. Um bei unserem Beispiel zu bleiben, sehen Sie jetzt auf der Folie die Vorwärtsrechnung, die hier jetzt zuerst erläutert werden soll. Das heißt, es geht jetzt darum, vom ersten Schritt hin zum letzten Schritt diese Abfolge grafisch darzustellen. Dabei wird in diesem Fall der früheste Anfangszeitpunkt und der früheste Endzeitpunkt berechnet. Also zum Beispiel für die Nummer 1 gibt es keinen Vorgänger, die dauert insgesamt 2 Minuten. Das heißt, wir haben also oben links eine 1 stehen, daneben eine 2, darunter für den frühesten Anfangszeitpunkt, den Zeitpunkt 0, da wir mit diesem Vorgang ja starten, und dann entsprechend durch die Dauer vorgegeben den frühesten Endzeitpunkt, der dann eben in diesem Fall 2 Minuten beträgt. Das wäre also der Vorgang Vorwäsche. Nach diesem Vorgang folgt der Schritt Nummer 2, das wäre die Hauptwäsche. Entsprechend steht oben links eine 2. Daneben steht die Dauer dieses Vorgangs, das wären 3 Minuten, also eine 3.
Und da der Schritt vorher bei Minute Nummer 2 geendet hat, kann frühestens der zweite Schritt bei Minute Nummer 2 beginnen. Deswegen steht bei frühester Anfangszeitpunkt eine 2. Durch die Dauer vorgegeben mit den 3 Minuten ergibt sich daraus mit 2 plus 3 5 Minuten für den frühesten Endzeitpunkt. Diese Vorgehensweise findet jetzt im Laufenden statt. Das heißt, wir haben für den Vorgang Nummer 3, den Vorgang Nummer 4 und den Vorgang Nummer 5 genau diese Schritte vollzogen. Und dann kann man jetzt sehen, dass beim Vorgang Nummer 3 der früheste Endzeitpunkt 6 Minuten beträgt, für Vorgang Nummer 4 ebenfalls. Vorgang Nummer 5 braucht seinerseits aber den Vorgang Nummer 4, sodass mit Vorgang Nummer 5 am ehesten nach 6 Minuten begonnen werden kann. Daraus ergibt sich bei einer Dauer von einer Minute der früheste Endzeitpunkt 7. Da alle 3 Vorgänge Vorläufer sind von Schritt Nummer 6, das ergab sich, wie bereits angesprochen, aus der Übersicht, kann der früheste Anfangszeitpunkt von Schritt Nummer 6 erst nach 7 Minuten stattfinden. Entsprechend steht in Schritt Nummer 6 rechts die Dauer, nämlich wieder 2 Minuten, und unten links eben der früheste Anfangszeitpunkt 7 Minuten, durch die Dauer 2 Minuten, dann entsprechend 9 Minuten für den frühesten Endzeitpunkt. Am Ende der ganzen Reihenfolge, bei Schritt Nummer 9, entsprechend 21 Minuten plus der 3 Minuten, die Schritt Nummer 9 braucht, ist der früheste Endzeitpunkt also 24 Minuten. Damit ist der Weg hin, die Vorwärtsrechnung, also abgeschlossen. Das heißt, nach 24 Minuten ist der Vorgang beendet, und zwar frühestens beendet. Jetzt kann man rückwärts rechnen, um das Ganze noch ein wenig zu kontrollieren und herauszukriegen, was der sogenannte kritische Pfad ist. Rechnen wir das Ganze also rückwärts, ist der späteste Endzeitpunkt, das sehen wir jetzt in Schritt Nummer 9, 24 Minuten. Abzüglich der 3 Minuten ergibt sich 21 Minuten. Jetzt kann man sehr leicht nachvollziehen, dass bei den folgenden Schritten, die jeweils aufeinander aufbauen, sich da relativ wenig tut. Den großen Unterschied sehen wir wieder bei Schritt Nummer 6. Wenn wir jetzt rückwärts rechnen, stellen wir fest, dass bei Schritt Nummer 5 und bei Schritt Nummer 4 jeweils die Werte für den frühesten Anfangs- und Endzeitpunkt den spätesten Anfangs- und Endzeitpunkt entsprechen. Das für Schritt Nummer 3 aber logischerweise nicht gelten kann, da wir dort ja, das hatten wir vorhin festgestellt, einen zeitlichen Puffer haben. Das heißt also, der späteste Endzeitpunkt von Schritt Nummer 3 muss nach 7 Minuten erfolgen, da dann der parallel laufende Prozess beendet ist. Dadurch, dass der Prozess Nummer 3 eine Minute dauert, ist der späteste Anfangszeitpunkt, damit man rechtzeitig fertig werden kann, nach 6 Minuten gegeben. Hier ergibt sich also in Schritt Nummer 3 der Puffer, die sogenannte Pufferzeit. Was haben wir jetzt gesehen? Die Vorwärtsrechnung auf der einen Seite, die nichts anderes beantwortet als, zu welchem Termin kann ein Vorgang frühestens begonnen werden. Und die Rückwärtsrechnung auf der anderen Seite, die vorgibt, zu welchem Termin muss ein Vorgang spätestens begonnen werden. Der kritische Pfad gibt nun vor, bei welchen Vorgängen eine Verzögerung zu einer Verzögerung des Gesamtprojektes führen würde. Und der kritische Pfad ergibt sich immer dann, wenn es eine Differenz gibt zwischen dem frühesten Anfangs- und Endzeitpunkt und dem spätesten Anfangs- und Endzeitpunkt. Das ist dann jeweils der Punkt oder der Vorgang, der einen Puffer erlaubt und der dann die Möglichkeit gibt, dort eventuell Zeit einzusparen bzw. Den Prozess eventuell zeitlich ein wenig zu verschieben. Dieser kritische Pfad ist in der folgenden Abbildung in Rot eingezeichnet. Das heißt, hätten wir eine Verzögerung zum Beispiel beim Vorgang Nummer 3 um eine Minute, wäre das nicht weiter kritisch. Eine Verzögerung allerdings entlang des kritischen Pfades würde dazu führen, dass der ganze Prozess nicht mehr die Abfolge haben kann, die er haben muss. Was haben Sie gelernt? Sie haben jetzt gelernt, Netzpläne zu erstellen. Sie haben gelernt, Netzpläne zu lesen und zu deuten. Sie haben die Anfangs- und Endzeitpunkte einzelner Vorgänge eines Projektes mittels der Vorwärts- und Rückwärtsrechnung berechnen können. Sie haben kritische Pfade identifiziert und Sie haben die Regeln zur Berechnung von Netzplänen kennengelernt.